Was geht ab, Leute? Yannick mein Name und willkommen zu einem neuen Video. Ja, Timo und ich haben uns heute hier die Zeit genommen und mal ein kleines Studio aufgebaut. Und ich zeige euch heute meine Schuh-Collection. Ich habe bei YouTube ein paar Videos von anderen Leuten gesehen, wie sie ihre Collection vorgestellt haben und fand das eigentlich ganz interessant, da verschiedene Leute natürlich auch verschiedene Meinungen über Schuhe haben und auch einen verschiedenen Geschmack haben. Und ich zeige euch heute sozusagen jedes Paar von mir und erzähle euch da meine Meinung zu, wie viel ich dafür ausgegeben habe und ob ich sie weiterempfehlen würde. Fangen wir mal an mit dem ersten Paar. Und da haben wir die guten Klassiker, die guten Nike Air Max 90. Das sind meine All-Time-To-Go-Schuhe und waren schon immer sozusagen meine Favorite damals. Heutzutage sind sie mir leider ein bisschen im Dorn im Auge. Und zwar deswegen, weil mir die letzten zwei Paare kaputt gegangen sind. Was wirklich schade ist, da dieser Schuh wirklich eigentlich eine sehr hohe Qualität hat, super angenehm zu tragen ist und auch in viele Outfits passt. Und ja, es ist einfach ein Klassiker definitiv, aber er ist halt leider kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das von der Kamera aus sehen könnt, aber hier an der Hacke ist er aufgerissen. Das war nicht mal allzu lange Zeit, also den habe ich vielleicht 3 Monate getragen oder auch 4. Und danach ist er leider an der Hacke kaputt gegangen. Das gleiche ist komischerweise mit dem Paar davor passiert. Deswegen, ja, kaufe ich leider erstmal keine Nike Air Max 90 mehr. Aber vom Design her, vom Look her bin ich ein riesen Fan. Natürlich höre ich auch die Musik dazu, also es sind ja sozusagen die Gabber-Schuhe damals, die Nike Air Max 90. Und ja, aber leider schade, dass sie halt kaputt sind. Ich habe sie für 140 gekauft. Ich kann sie jedem weiterempfehlen, wenn ihr auf den Look steht. Sind super angenehm zu tragen, aber ja, vielleicht bin ich auch einfach nur unglücklich, was das mit den zwei Paaren hier angeht. Wir bleiben in der Air Max-Reihe. Und zwar habe ich hier die guten Nike Air Max Infinity. Die habe ich, wie ihr in meinem letzten Vlog wahrscheinlich gesehen habt, im Outlet gekauft in Neumünster. Und zwar für snackige 36 Euro. Das ist halt einfach nur ein Joke und fast ein Steal. Die waren von 76 runtergesetzt. Ich habe im Internet gesehen, dass man sie auch jetzt schon runtergesetzt kaufen kann, da sie schon ein bisschen outdated sind. Man kann sie, glaube ich, für 40 oder 45 auch kaufen. Aber für 36 Euro konnte ich da einfach nur nichts anderes als zuschlagen. Und ja, ich finde den Look super, super sick. Der passt super, super gut in diese Techwear Ninja Outfits. Da er halt full black natürlich, klassiker. Gerade dieses Band hier vorne addet ein super nices Detail. Dadurch, dass es halt einfach nicht eine normale Sohle bzw. Lasche ist, sondern halt einfach nochmal diesen Befestigungsstrip da hat. Finde ich super, super sick. Was mir nicht ganz so gefällt, ist die Sohle bzw. die Hacke an diesem Schuh. Wenn das hier auch noch matt wäre, ich glaube, dann würde dieser Schuh nochmal deutlich cleaner aussehen. Dieses Shiny bin ich nicht so der Fan von, ehrlich gesagt, eigentlich bei allen Schuhen. Also finde ich echt nicht so gut. Sieht ein bisschen, ja, billig aus schon fast, finde ich, ist meine Meinung einfach nur. Aber sonst, ja, Tragekomfort bei den Schuhen auch sehr, sehr hoch. Also sind wirklich sehr, sehr gemütlich. Was ich komischerweise das Problem habe, dass wenn ich sie trage, drücken sich ein bisschen nach innen. Also man hat das Gefühl sozusagen, dass man ein bisschen sozusagen nach innen läuft. Ja, kann auch nur ich sein, ich habe ein bisschen ein paar Bildung im Fuß, halt Plattfuß und den ganzen Kram, kennt man natürlich. Aber sonst, ja, vom Look her super gut. Leider nicht wasserdicht, das wäre nochmal richtig schön gewesen, aber für 36 Euro, was erwartet man da? Und ja, sind auch true to size, heißt 41, passen auch 41. Und für 36 Euro einfach nur ein Joke. Wir bleiben immer noch bei Nike. Und zwar haben wir hier die guten Nike Air Zoom Pegasus 36 Shield. Ein bisschen langer der Name, aber die Schuhe umso besser. Das sind Laufschuhe, die wasserdicht sind. Deswegen Shield, weil sie wasserdicht sind. Und ja, was soll ich sagen? Ihr seht schon selber, ein sehr, sehr auffälliger Schuh und hat ein sehr, sehr interessantes Design. Dadurch, dass es immer wieder Reflective Material gibt hier am Schuh. Der Swoosh zum Beispiel ist reflektiv oder auch hier vorne an der Sohle, das reflektiert auch. Macht den Schuh schon ziemlich interesting. Gerade natürlich in der Dunkelheit bzw. abends sieht das natürlich sehr, sehr nice aus. Und generell finde ich, ist dieser Schuh auch sehr, sehr interessant und hat ein sehr, sehr futuristisches Design. Dadurch, dass es ist simpel, aber hat halt trotzdem diese auffälligen Merkmale. Wie zum Beispiel auch die Kombination der Sohle mit den schwarzen Linien hier. Dadurch, dass die schwarzen Linien sozusagen gegen die Sohle drücken. Der ganze Schuh geht in die Richtung, aber die Linien drücken in die Richtung. Macht es super interesting. Was das Outfits angeht, beziehungsweise die Outfits, ist ein bisschen schwer mit diesem Schuh, da er einen sehr großen Fokus auf sich lenkt. Also der Schuh ist sehr, sehr laut.
Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur eine schwarze Hose damit trägt, dann fällt dieser Schuh sehr, sehr doll auf. Und für mich schon ein bisschen zu sehr. Deswegen, ja, also man kann wirklich kaum, was heißt kaum, man sollte nicht unbedingt eine komplett schwarze Hose damit tragen, sondern vielleicht eine schwarze Hose, die auch nochmal interessante Details an der Hose hat. Weil sonst wird der ganze Fokus halt nur auf den Schuh gelegt. Und das ist in meiner Meinung nach, man soll das ganze Outfit betrachten und halt nicht nur einzelne Teile, beziehungsweise in dem Fall nicht nur den Schuh. Tragekomfort ist absolut insane. Die Sohle ist wie fast die Ultra Boost Sohle von Adidas. Die Boost Sohle von Adidas kennt ja jeder. Und ja, ist super, super weich und auch super, super angenehm drauf zu laufen. Und die habe ich für 45, glaube ich, damals. Ich kann mal nachgucken. Die habe ich für 60. Sorry, 60 Euro habe ich die damals gekauft. Was immer noch ziemlich günstig ist. Also wir haben im Outlet geguckt, da haben sie, glaube ich, einen Huni gekostet. Und deswegen, das war der Back-to-School-Sale für 60 Euro. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Gerade für wasserfeste Schuhe. Also ja, es sind Sneaker. Und Sneaker sollte man vielleicht nicht unbedingt bei Regen anziehen. Aber dafür sind sie halt, wie gesagt, wasserfest. Und ja, also wenn ihr einen schlichten Sneaker haben wollt, einen wasserfesten Sneaker, futuristischen, super comfy, dann sind es die. Jetzt kommen wir zum Techwear-Schuh der Techwear-Schuhe. Man kennt ihn. Nike X-Akronym Prestos. Ja, in Grau diesmal. Das sind die Techwear-Schuhe schlechthin. Jeder, der irgendwie mal in die Community reinkommt oder sich auch nur ein bisschen mit Techwear beschäftigt, wird eigentlich niemals um diese Schuhe rumkommen. Sie sehen einfach nur insane aus. Das Design ist super, super sick. Und auch der Verschluss, die kleinen Funktionen, die dieser Schuh hat, sind einfach nur super interesting und super, super spaßig fast. Ja, was den Tragekomfort angeht, habe ich verschiedene Meinungen gehört. Ich persönlich finde, dass dieser Schuh sehr angenehm sein kann, wenn die Socken einigermaßen dünn sind. Man kann mit dem Schuh nicht wirklich dicke Socken anhaben, da man sonst hier schnell eine Wölbung hat. So ist es jedenfalls bei mir. Aber dafür muss ich sagen, bin ich sehr begeistert von dem Verschlussmechanismus. Dieses Hochziehen und dann hier hinten festmachen hat einfach was und hat einfach nochmal eine andere Festigkeit als bei anderen Schuhen. Ja, er sitzt einfach fester, finde ich, dadurch, dass halt der ganze Verschluss um das Fußgelenk rum ist und nicht wie bei vielen Schuhen sozusagen bei der Sohle und beim Front des Schuhs oder des Fußes sitzt er einfach nochmal deutlich fester. Leider habe ich hier aus Erfahrungsberichten auch gelesen und auch gesehen, dass das Material hier drunter leider ja, bisschen kaputt geht bzw. abnutzt, wenn man die Schuhe wirklich häufig trägt. Dadurch, dass halt dieses zebramusterartiges Material reibt halt immer wieder am wirklichen Material des Schuhs sozusagen. Und deswegen reibt das halt ein bisschen schnell ab. Deswegen trage ich sie hier vielleicht auch nicht so häufig, sondern stelle sie eher in meine Vitrine. Einfach nur, weil sie halt einfach nur sick aussehen. Und ja, die habe ich damals für 175 bekommen. Bei Kleiderkreise sozusagen. Das waren die einzigen Schuhe, die ich gebraucht gekauft habe. Sozusagen, was heißt gebraucht? Sie wurden einmal getragen und danach wurden sie mir verkauft mit Rechnung und allem. Deswegen kann ich mich dafür, glaube ich, nicht beschweren für 175. Und ja. Also, wie gesagt, der Techwear-Schuh schlechthin und kann ich auch eigentlich nur empfehlen. Kommen wir zu Adidas. Und zwar haben wir hier die Adidas Bounce, sind das, glaube ich. Ja, Adidas Kurt Jam Bounce für 45 Euro waren das damals. Auch kann ich auch einfach nur empfehlen. Also, kommen wir erstmal zum Aussehen. Sind sehr schlicht auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick aber schon wieder weniger. Da sie hier vorne die Perforierung haben, was halt nicht einfach nur glatt ist, sondern hat halt diesen Outdoor-Flavor sozusagen. Und dann hat man halt hier noch einen schönen Kontrast zwischen Punkten und hier zwischen Quadraten. Ja, dazu natürlich auch die klassischen Nike-Streifen, Nike-Streifen, genau, schön wär's. die guten Adidas-Streifen. Und ja, der Tragekomfort ist auch bei denen super, super gut, sind super, super angenehm zu tragen und sind halt sehr, sehr flat. Also man kann ja, die Sohle ist jetzt irgendwie nicht groß weich oder federt jetzt nicht groß ab. Ist halt ein sehr flacher Schuh. Für die Outfits passt er auch in sehr, sehr viele Outfits. Jetzt zum Beispiel Techwear Ninja, wie ihr ja kennt und mögt, passt er auch definitiv gut rein. Da halt, er fällt auf, aber nicht zu doll. Und er ist halt Full Black. So, Full Black ist halt immer gut, immer schlicht und immer passt eigentlich zu jedem Outfit. Ja, es ist einfach nur ein guter Schuh. Ein simpler Schuh, sieht gut aus. Kostet nicht wirklich viel, die sind immer noch im Angebot für 40 oder 45 momentan. Deswegen, wenn ihr einen richtig nicen Schuh haben wollt, der euch lange hält, den habe ich schon wirklich über Monate getragen und immer noch keine Gebrauchsspuren, dann Nike, nee, nicht Nike,
Adidas Curl Jam Bounce. Kommen wir zum zweiten Paar meiner Adidas Schuhe. Da haben wir die Adidas Terrex Swift Air 2. Leider nicht in der Gore-Tex Version. Die haben mich einen Huni gekostet. Ja, knapp ein Huni, beziehungsweise fast einen genauen Huni. Ich glaube 90 oder 95 war das. Und das sind meine Go-To-Outdoor-Schuhe. Wenn es jetzt mal ein harteres Terrain geht, sei es aufs Feld oder einfach mal in den Wald rein, dann ziehe ich die gerne an. Sie sind nicht die bequemsten, aber auch nicht super unbequem. Also ich empfehle in denen etwas dicke Socken zu tragen, wie zum Beispiel Trekking- oder Wandersocken. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ja, das Design ist jetzt auch nicht unbedingt super, super sleek. Erfüllt aber den Zweck und ist trotzdem noch, ja, nicht minimalistisch, aber futuristisch. Und gerade, wie ihr seht, den Verschluss hier, den finde ich wirklich sehr, sehr nice. Das unterscheidet halt den Schuh von vielen anderen. Und zwar, wenn man den anzieht, macht man einfach hier oben den Clip sozusagen runter und zieht dann hier hoch. Und fest ist das Ding. Geht super, super schnell und ist super, super angenehm. Anstatt jetzt darunter zum Beispiel eine Schleife zu machen. Ja, wasserdicht sind sie natürlich. Wie gesagt, leider nicht die Gore-Tex-Version. Die Gore-Tex-Version ist nochmal ein bisschen teurer. Und ja, wie ihr euch denken könnt, hält Gore-Tex natürlich noch ein bisschen mehr aus, gerade was dann Wasser und Regen angeht. Aber ich bin schon durch den härtesten Regen mit den Dingern gelatscht und meine Füße waren am Ende immer noch trocken. Also staubtrocken. Da kommt wirklich gar kein Wasser durch die Dinger. Und ja, haben auch nicht das große Branding. Also das einzige Branding hier ist wirklich die klassischen Adidas-Streifen natürlich. Und dann hier vorne ist noch ein ganz kleines Adidas-Schild. Ich finde immer, Branding auf Schuhen, ja, muss gut platziert sein. Zum Beispiel die Akronym-Dinger sind völlig gut oder auch die Pegasus Shield sind auch völlig fein. Aber zu viel Branding kann da auch schaden. Und ja, was kann ich zu euch noch sagen? Das waren meine Go-To-Schuhe auch in Berlin zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, wenn man halt mal längere Wege gehen musste. Die Sohle federt nicht wirklich. Das ist wirklich eine etwas härtere Sohle. Deswegen halt auch eigentlich ein deutlicher Outdoor-Schuh und jetzt nicht ungefähr fürs Laufen gedacht. Aber ja, kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ihr einen Schuh sucht, den ihr im härteren Terrain tragen wollt und der auch ein bisschen was abkönnen muss. Jetzt kein Laufschuh, kein Sneaker oder sonstiges, wirklich ein Schuh oder ein Tracking-Schuh, der lange halten soll und den ihr mal über 5 Kilometer im Wald anhaben müsst, dann ist der Adidas Terrex Swift Air 2 wirklich ein Go-To-Schuh und wirklich sehr, sehr nice. Generell, die Terrex-Line hat momentan sehr, sehr sicke Schuhe rausgebracht. Ich habe leider, ich glaube, der eine heißt Terrex Hiker. Der sieht wirklich einfach nur insane aus. Und da muss ich mich schon wieder zurückhalten, das Ding zu kaufen. Das ist einfach, also die Terrex-Line hat momentan wirklich sehr, sehr gute Schuhe am Start. Und die Terrex-Line verbessert sie wirklich durchgehend. Also das macht den Nike-Schuhen schon Konkurrenz. Adidas, in my opinion, hat immer die etwas, ja, nicht schlechteren Schuhe gemacht, aber alle immer ein bisschen schlechter. Und Adidas hat sich nie wirklich getraut, in diese experimentelle Richtung zu gehen, wie zum Beispiel jetzt die ISPA von Nike. Die sind wirklich sehr experimentell. Das hat sich Adidas wirklich nie so getraut. Aber jetzt die ganze Terrex-Line mit den Hikern, ich meine, die heißen Hiker, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Beziehungsweise die ganze Collection sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und kann ich einfach nur empfehlen, wenn ihr einen Schuh sucht für hartes Terrain. Apropos hartes Terrain. Jetzt haben wir ja einmal hier die guten Boots. Und die haben einen etwas längeren Namen. Das sind die Miltech Herren Tactical Boot MYKK Zipper Combat Boots. Die haben mich gute 47 Euro gekostet bei Amazon. Ja, die habe ich vorletzten Winter habe ich die gekauft. Einfach nur für den Winter und weil ich mal Stiefel haben wollte. Ich war nie so der Stiefel-Fan an mir. Ich fand Stiefel sahen immer sehr brutal aus und standen mir nicht, dachte ich. Aber die Stiefel sind schon sick. Also sie sind leider nicht true to size. Ich weiß gar nicht, welche Größe. Das ist 41. Ja, die kann man wirklich eine Size runterkaufen. Also wenn man sich eine 42 kauft, muss man sich dann... oder wenn man es 42 möchte, muss man sich eine 41 kaufen. Heißt, ich hätte mir eine 40 kaufen müssen. Und ja, sind halt schwere Boots. So, und sind halt auch von Amazon. Also sind jetzt keine große Marke oder sowas. Miltech kennt man zwar, wenn man in dem Military Equipment sozusagen ein bisschen rumguckt. Die haben, glaube ich, auch Rucksäcke und sowas. Aber ja, ist ein angenehmer Schuh, wasserfest natürlich und hat auch eine Protective Front. Ja, was ich immer das Problem habe, komischerweise bei Stiefeln, vielleicht liegt es an meiner Gangart, ich weiß es leider nicht, dass sich meine Hacken nicht so gut verstehen mit dem Teil des Schuhs. Ja, da ist mir schon mal öfter passiert, dass ich mir da meine Hacken aufgelaufen habe. Das fixe ich meistens damit, dass ich dicke Socken trage, deswegen haben wir jetzt auch Trekking- und Wandersocken gekauft, die ein bisschen teurer waren. Aber weil ich da Socken haben wollte, die
ja, einen 10 Kilometer Marsch auf, wenn ich es nicht so oft gehe. Aber jetzt zum Beispiel in letzter Zeit bin ich das öfter gegangen. Also nicht 10 Kilometer, aber ein bisschen länger, die das auch aushalten. Und ja, wenn ihr euch Boots kauft, ist wahrscheinlich schon eigentlich normal und selbstverständlich, dass man da dicke Socken trägt. Für mich war es leider damals nicht selbstverständlich, aber habe daraus gelernt. Und ja, sind halt Military Boots, passen in jedes Military Outfit und sind halt sehr, sehr hoch. Das muss man halt bei den Dingen eigentlich sagen. Also wenn man da Hosen trägt, dann muss man schon Hosen tragen, die halt wirklich dann hier rübergehen. Oder was ich gemacht habe, dass ich mir die Hose hier reingesteckt habe. Kann aber schnell dazu führen, dass die Hose halt sehr aufgeplustert wirkt, da man sie halt da reinstopft sozusagen oder auch man der Platz an den Schuhen fehlt. Aber sonst für 47 Euro kann ich die wirklich empfehlen, wenn ihr für Boots sucht oder wenn ihr Boots sucht generell im Military Style, kann ich die wirklich empfehlen. Einfach Miltech Boots bei Amazon eingeben und dann findet ihr die. Das beste Paar habe ich mir natürlich für den Schluss aufgehoben. Und zwar sind das die guten ACW X Converse Chuck Taylor, die vor einem Monat released wurden. Von diesen Schuhen habe ich mir wirklich sehr, sehr viel erhofft. Ihr habt wahrscheinlich alle oder viele von euch das Review oder das Video von Antoine gesehen über diese Schuhe. Und ja, ich wollte schon immer ein Lunacore Outfit haben und da sind diese Schuhe natürlich mehr als perfekt für. Leider war ich am Ende doch enttäuscht. Nicht doll, aber doch schon enttäuscht. Und zwar gehen wir erstmal über das Aussehen. Das Aussehen ist absolut sick. Kann man nicht sagen. Diese Schuhe erkennt man sofort an der Farbe, an den zwei, nicht Plaketten, aber sozusagen an den zwei, ja, wie soll man sagen, Formen, die hier fast draufgedrückt wurden, schon fast. Das Branding ist nicht allzu groß, es ist super sichtbar, was ist super sichtbar? Man sieht es, einmal hier ACW mit ihrem Logo und dann natürlich das riesige Converse-Logo. Aber ja, diese Schuhe sind wirklich einfach nur, sehen einfach nur geil aus und haben auch ein super interessantes Lacing-System in my opinion. Leider funktioniert es nicht so gut, wie man denkt. Und zwar, wenn man hier oben zieht, ziehen sie sozusagen hier dran und alles zieht sich an der Hacke zusammen. Und danach wird erst sozusagen die Front zugezogen. Klingt ziemlich gut, funktioniert leider nicht so gut, wie es funktionieren soll. Ich weiß nicht wieso, aber die Schuhe sitzen bei mir ziemlich locker. Auch wenn ich das Lacing-System wirklich sehr doll anschnall oder anziehe fast, sitzen die doch schon locker. Also ich muss das wirklich schon sehr, sehr doll, den Schuh sehr, sehr doll zu machen. Und dann hat man halt die Gefahr, dass er irgendwann aufgeht, weil einfach zu viel Kraft auf den Seilen drauf ist oder auf den Schnüren. Und auch der Tragekomfort ist bei diesen Schuhen leider nicht groß. Man erhofft sich wirklich sehr, sehr viel und man denkt eigentlich, ja, Die sind doch wahrscheinlich ziemlich gemütlich. So, die sind halt Stiefel. Die werden jetzt nicht die gemütlichsten sein, wie jetzt zum Beispiel die Pegasus oder die Ultra Boost, aber doch schon gemütlich. Nee, ist leider bei denen nicht der Fall. Die haben weder eine Art Federung oder ein Polster oder sonstiges. Die Wände, sowohl vorne als auch in den Seiten, sind einfach nur hart. Also das ist wirklich fast Holz, was man da sozusagen trägt. Das ist fast ein Holzschuh. Also so fühlt es sich fast an. Ja, bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ist wirklich zu schade, dass sie nicht so gemütlich sind. Ich wollte jetzt nochmal ausprobieren, dass ich diese Schuhe mit dickeren Socken trage. Oder sogar mit zwei Paar Socken. Heißt, ein wirklich sehr dünnes Paar und dann ein paar Wandersocken oder Trekkingsocken drüber. Dann hoffe ich, dass diese Ungemütlichkeit sich fixt. Sei es nur ein bisschen. Weil der Look ist einfach, der Look ist zu gut, um sie nicht zu tragen. Also gerade der Fit mit der Ride Division Hose, den ich auf Instagram gepostet habe, ich finde, die Hose passt einfach, das passt einfach so perfekt dazu. Und es wäre einfach zu schade für so einen schön designten Schuh vom Aussehen, dass man ihn nicht trägt. Da er halt diesen Lunacore Look hat, wird er halt auch immer besser noch werden vom Design, wenn man ihn dann trägt und wenn er halt Abnutzungsspuren zeigt. Also er wird jetzt nicht schlechter aussehen, wenn man ihn nach einem Jahr getragen hat, sondern er wird wahrscheinlich sogar noch besser aussehen, weil es halt eben nochmal diesem Lunacore/Mondlook mehr entgegenkommt. Aber ja, also für den Preis, das waren 175, glaube ich, waren das. Let me look real quick. Ja, das waren 145 waren das. Ja, also für 145, ja klar, ist jetzt nicht all too much money für einen Stiefel, ist okay. Natürlich, wenn man jetzt 145 Euro für einen Military-Stiefel ausgibt, dann bekommt man da wirklich einen sehr, sehr gemütlichen, aber es sind halt Designer-Stiefel. Das muss halt immer bedenken. Designer-Sachen sind immer teurer, gerade in Cold Wall und gerade weil diese Schuhe auch limited waren. Also es gab nur eine bestimmte Anzahl, die man kaufen konnte und sie waren ja auch mit Release-Tag, die waren auch innerhalb von 15 Minuten aufverkauft. Ja, aber es ist wirklich schade, dass sie so ungemütlich sind. Wenn ihr sie euch kaufen wollt, kauft sie gerne.
Aber wisst, sie sind nicht die gemütlichsten Schuhe und ihr müsst euch was ausdenken, damit sie gemütlicher gemacht werden oder damit ihr sie gemütlicher machen könnt. Wenn ihr sie gemütlich habt, dann habt ihr einen der besten oder der bestaussehendsten Stiefel überhaupt auf dem Markt. Ja, das waren's für die Chuck Taylor. Das war's auch schon bei meiner Schuh-Collection. Das waren jetzt ganze 8 Paare. Und ja, das sind sozusagen die Schuhe, die ich mir in den letzten 2 Jahren gekauft habe. Davon trage ich aktiv, sagen wir, 5. 5 Stück, wie gesagt, die Chuck Taylor oder auch die Nike Presto sind natürlich immer so eine Einzelsache. Und bei den Chuck Taylors hoffe ich wirklich nochmal, dass ich die irgendwie gemütlicher bekomme. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt ihr einen Schuh, der euch besonders gefällt, beziehungsweise auf den ihr schwört oder ein Modell, auf das ihr schwört? Maybe sogar aus meiner Collection. Oder gibt es einen Schuh aus meiner Collection, den ihr unbedingt ausprobieren wollt? Haut es mir gerne in die Kommentare. Ich habe einen kleinen Teaser für euch. Und zwar möchte ich mich einmal bedanken für die ganzen Klicks, Kommentare und Likes auf Techwear kaufen EU. Dieses Video habe ich damals super schnell gemacht und auch in ziemlich schlechter Qualität und auch mit ziemlich wenig Wissen. Aber viele Leute haben sich da bedankt, dass ich so ein Video gemacht habe und haben sich wirklich sehr, sehr gefreut. Jetzt ist ein Techwear kaufen EU 2.0 in Arbeit. Da ich jetzt deutlich mehr Wissen habe oder mir auch deutlich mehr Wissen angeeignet habe über die letzten Jahre, möchte ich dieses Video gerne noch einmal neu aufsetzen. Mit allen Dingen, die ihr wissen müsst, über Zoll, über Dropshipper, über die Shops, beziehungsweise eine abgedatete Shopliste und nochmal Shop-Empfehlung von mir, wenn ihr dann auch wirklich dann Techwear kaufen wollt und auch in verschiedenen Style-Richtungen gehen wollt, dass ihr euch wirklich Insights geben kann. Wie gut sind die Shops? Wie teuer sollte man da kaufen? Was für Styles haben sie? Was geht Versand an? Kundenservice etc. Könnt ihr euch drauf freuen? Wir sehen uns. Haut rein. Kommen wir zum zweiten Paar meiner Adidas Schuhe. Das ist auch das letzte Paar dann. Nee, ist es nicht. Das Beste hat mir natürlich... What is up, you guys?